Unsere Welt verändert sich immer schneller und das gilt natürlich auch für Zahlungssysteme. Um genauer zu wissen, wohin die Reise geht, hat der Unternehmensberater Kraftkinz deshalb in einer Studie die Einstellung österreichischer Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber innovativen Zahlungslösungen ausgelotet. Gleichzeitig wurden im Zuge der Untersuchung Finanzexperten nach ihrer Sicht auf die österreichische Payment-Landschaft und deren Zukunftschancen befragt. Erfreulich ist, dass 3/4 der Experten der Meinung sind, dass Österreich bereits im Mittelfeld bzw. an der Spitze innovativer Zahlungssysteme ist. Das heißt, wir haben eine positive Dynamik nach vorne. 90% sind überzeugt, dass diese positiven Entwicklungen auch überwiegen werden. Und was jetzt wichtig ist, ist Information, Transparenz und wirklich laufende Überzeugungsarbeit, damit wir da ganz an die Spitze kommen. Unter den Kunden sind junge Menschen sowie Startups und Gründer und Gründerinnen die Treiber der Innovation von Zahlungssystemen in Österreich. Die größte Skepsis gegenüber neuen Zahlungsmitteln weist die Studie dagegen bei der Kundengruppe zwischen 35 und 50 Jahren aus. Die über 50-Jährigen vertrauen eher den Aussagen ihrer Bankberater und Bankberaterinnen und setzen nach wie vor stark auf Bargeld. Wir bewegen uns hin in eine immer stärker digitalisierte Welt, wo elektronisches und digitales Bezahlen immer relevanter wird. Ja, wir sehen auch regulatorische Anforderungen, die die Sicherheitsanforderungen erhöhen. Ja, und vor dem Thema wird Biometrie eine große Rolle spielen. Die Debit Mastercard für Österreich ist deswegen so ein großer Schritt, weil sie alle, die heute in Österreich eine Maestro-Karte haben, in die Lage versetzt, dann in Zukunft auch online zu bezahlen und an diesen digitalen Transformationen teilzunehmen. Als wichtigste Nutzen der Debit Mastercard zeigen sich im Rahmen der Studie die weltweite Akzeptanz mit 94%, die hohe Akzeptanz im E-Commerce mit 89%, einfaches Online-Shoppen mit 82% und direkte Kontrolle durch einfaches Abbuchen vom Konto schätzen 69%. Bei der Abfrage der Relevanz der einzelnen Vorteile des neuen Zahlungsmittels liegt die hohe Akzeptanz im E-Commerce mit 94% an der Spitze, gefolgt von weltweiter Akzeptanz und einfachem Online-Shoppen mit jeweils 87%. Auf Platz 3 ist die Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten mit einem Relevanzwert von 75%. Im Jahr 2019 wird die Sparkassengruppe nun als erste österreichische Bank die Debit Mastercard als Nachfolger der Maestro Bankomatkarte auf den Markt bringen. Im ersten Halbjahr 2019 bringt die erste Bank die Debit Mastercard auf den österreichischen Markt. Bis zum Ende des Jahres 2020 werden 2,4 Millionen Kunden damit die modernste Bankomatkarte Österreichs nutzen können. Mit der kann man fast flächendeckend auch online bezahlen. Das ist die Neuerung gegenüber der bekannten Bankomatkarte. Und darauf freuen wir uns schon und werden wieder, ebenso wie beim kontaktlosen Zahlen, hier als Innovator am österreichischen Zahlungsverkehrsmarkt auftreten. Die neue Debit Mastercard hat alle Funktionen, die man bisher von der Maestro Bankomatkarte kennt. Hinzu kommt, dass man mit ihr auch im Internet einfacher und bequemer bezahlen kann. Das Geld wird, wie auch bei der Maestro Bankomatkarte, sofort vom Konto abgebucht. PIN-Code, Konditionen und Kartenlimits bleiben für die Kunden unverändert.